Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in den NFL Epics rund um Deacon Jones, die letzte Challenge, der Swan Song. 4 Sterne Herausforderung. Wir sollen nur noch den PET verwandeln. Das ist ja die letzte Aktion von Deacon Jones in seiner Karriere gewesen, der Defense Player schlechthin. Und dann darf er in seinem allerletzten Spiel, in seiner allerletzten Aktion, noch einen PET verwandeln. Also, das ist schon eine sehr, sehr ergreifende Situation gewesen. Es geht gegen die Chicago Bears. Der Ball ist an der 15-Yard-Linie. 41-0 der Spielstand. Hier ist der Kick. Und der PET ist... Was? Das ist ein 41. Ach, was haben wir denn? Klar, natürlich, als Deacon Jones haben wir natürlich hier ein kleines Problem, dass das kein ausgebildeter Kicker ist. Freunde, wir müssen hier den perfekten PET landen. Das gibt's ja gar nicht. Oh, der ist jetzt. Der oh Gott. Wir werden jetzt lange, lange daran arbeiten, hier einen PET. Ich habe gedacht, du kommst hier rein. Donnerst das Ding zwischen die Goalposts und gut ist. Und dann haben wir hier jetzt so ein Ding vor der Brust. Das gibt's ja gar nicht. Oh, jetzt sieht's besser aus. Freunde, aber wie gut müssen wir denn diesen... Wir müssen wirklich den Balken komplett am oberen Ende treffen. Damit wir hier den PET verwandeln können. Das sieht gut aus. Freunde, bitte. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Also ich kann hier nicht mehr viel machen. Freunde, das könnte hier eine längere Nummer werden. Ich habe gedacht, das wird hier ein ganz easyes. Wir traben das hier aus und dann ist gut. Wir haben ein kleines bisschen Rückenwind. Der Ball eigentlich auch hier wieder perfekt getroffen. Wir müssen mal ein bisschen mit der Entfernung arbeiten. Also irgendwas müssen wir hier noch tun können. Und diesmal ist das Ding hier komplett windstill. Wow, immerhin, Leute, wir haben den Goalpost getroffen. Es wird besser. Wir nähern uns. Wir nähern uns der ganzen Sache. Ah, das hat gereicht. Er war durch. Ich weiß nicht wie, aber er war durch. Wir haben die maximale Anzahl an Sternen geholt. Ein unrelativ unwürdiges Ende, muss man doch sagen, durch unsere Kicking-Leistung. Jetzt haben wir es aber geschafft, Maximum Stars geholt. Und damit endet auch die NFL Epics-Reihe rund um Deacon Jones und Baker Mayfield. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.